Ich möchte euch jetzt was erzählen, wie der Bevölkerungsschutz von Social Media und neuen Technologien profitieren kann. Und zwar, ich denke da an so Themen wie den Hurricane Sandy. Der war vor ein paar Jahren in den USA an der Ostküste. Und währenddessen ist flächendeckend der Strom ausgefallen, dito der Schulunterricht. Und deswegen hatten viele Schüler Zeit und haben so eine Google Map erstellt zu allen Tankstellen in dieser Region mit dem Status. Also haben die noch Strom, haben die keinen Strom mehr und so weiter. Die Karte war sehr aktuell und wurde auch von staatlichen Stellen genutzt. Ich denke außerdem an diese Person hier bei Twitter, die zuerst über das Erdbeben gelesen hat, bevor sie das tatsächlich gespürt hat. Und ich denke an die vielen, vielen freiwilligen Spontanhelfer beim Hochwasser 2013 in Deutschland, die sich vorwiegend über Facebook organisiert haben, um sich gegenseitig zu helfen, aber eben auch die Rettungskräfte bei ihren Einsätzen zu unterstützen, was auch echt beeindruckend gewesen ist. Ich möchte aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Bevölkerungsschutz ist vielen nicht so geläufig, was das eigentlich genau alles ist. Bevölkerungsschutz in Deutschland ist so ein bisschen zweigeteilt, liegt am Föderalismus wie so vieles. Super Konzept. Jedenfalls, wir haben zum einen den Katastrophenschutz. Das sind so Stichwort Extremwetterlagen, Naturkatastrophen. Das ist Sache der Länder und da haben wir so die bekannten Organisationen, auch die Feuerwehren zum Beispiel. Und wir haben auf der anderen Seite den Zivilschutz. Das ist so der Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall. Klingt so ein bisschen nach kaltem Krieg, aber würde zum Beispiel auch ein Thema sein, wenn es jetzt einen größeren terroristischen Anschlag geben würde in Deutschland. Da sind wir auch schon so ein bisschen bei der Frage, warum Bevölkerungsschutz und Social Media, also was genau können soziale Medien genau dem Bevölkerungsschutz geben? Das ist natürlich Informationen. Ja? Wir brauchen möglichst schnelle Informationen, wir brauchen möglichst korrekte Informationen. Wir müssen also wissen, was genau wo passiert. Es passiert häufig, dass wir sehr, sehr dynamische Lagen haben, wo sich Sachen schnell entwickeln. Und das ist natürlich wichtig, gerade in den sozialen Medien. Die Leute sehen irgendwas, sie fühlen irgendwie was, irgendwas passiert. Da werden Fotos gemacht, da wird irgendwas geteilt und sofort eben überall, es ist überall lesbar. Und wir können eben auch sehen, wo passiert denn gerade etwas. Dafür gibt es so diesen Ausdruck vor die Lage kommen. Also wir müssen eben nicht nur reagieren, sondern auch agieren. Und ganz wichtig, die Bevölkerung natürlich, steckt schon im Wort. Da haben Social Media eben so den Reiz, dass wir eben so zwei Kommunikationswege haben. Und zwar nicht nur von den Betroffenen, sondern auch von den Freunden, von den Bekannten, die anderswo sind. Es gibt ja auch viele Leute, die so mitfühlen, die dann auch sich mitteilen wollen. Und da können zum einen natürlich staatliche Stellen, also unter anderem die Polizei, aber nicht nur, eben Informationen rausgeben an die Bevölkerung oder an die Betroffenen. Also, und die Bevölkerung an sich kann sich natürlich auch untereinander austauschen und eben hat dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel den staatlichen Stellen Informationen zu geben und Dinge zu melden oder eben auch Informationen nachzufragen. Also das ist so ein bisschen sich selbst auch helfen können. Was ich eine sehr spannende Sache finde, die ich auch noch gerne euch vorstellen wollte, sind die sogenannten FOST, die Virtual Operation Support Teams. Das sind Teams, die sich mittlerweile in aller Welt gebildet haben und eben auch in Deutschland, also bundesweit gibt es einen FOST und eben aber auch mittlerweile auf Ebene von einzelnen Bundesländern. Das sind Freiwillige, die sich engagieren, um eben ja, ihre Kenntnisse zu Social Media, zu verschiedenen Tech-Themen den Stäben zur Verfügung zu stellen. Das Interessante hier ist, dass die einzelnen Verbindungsleute zwar im Stab haben, die sind vor Ort, aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die als Team arbeiten, wo sie eben gerade sich aufhalten und dann online eben unterstützen. Themen sind zum Beispiel Social Media Monitoring, Informationsverifizierung, was ja extrem wichtig ist und so weiter. Vorteil haben wir da halt, dass wir so diese Krisenstäbe, die noch nicht so wirklich auf die neuen Technologien vorbereitet sind, dass wir die mit diesem Know-how unterstützen können und so ein bisschen diese Stabsstruktur auch dadurch ergänzen. Zusammenfassend kann man wirklich sagen, dass es aktuell mehr denn je gefragt ist, sich mit solchen Social Media und Tech-Kenntnissen zu engagieren. Man muss keine Masken oder Uniform tragen. Vieles geht auch rein online und es gibt extrem viele Möglichkeiten dazu. Und wir wissen das alle selbst, wie wir hier sind. Also das ganze Leben findet halt online statt. Das sind so die ganz kleinen Dramen, ja, aber eben auch die ganz großen Katastrophen. Und deswegen muss sich eben auch der Bevölkerungsschutz muss hier präsent sein und eben aktiv sein.
Ich habe sogar noch Zeit gehabt, krass.